So, aktuell wird ja in der Presse wieder überall gewarnt, und zwar, dass wir vielleicht eventuell wieder Masken tragen sollten, aufgrund von Infektionen und so weiter. Aber ich sage euch mal eine ganz andere Sache, die viel ansteckender ist. Und zwar tatsächlich, dass sich dieser Skandal um Nancy Faeser jetzt auch ausgeweitet hat. Und zwar, wir haben einen handfesten Skandal des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, der hier ganz klar so offensichtlich mal wieder Stellung bezieht, nämlich indem er nicht Stellung bezieht. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und schaut euch das einfach mal kurz an hier, ne? Gestern, wir erinnern uns nochmal, Frau Faeser war ja angeblich krank gemeldet, ja? Schauen wir uns das Bundesinnenministerium des Innern und für Heimat an und die schreiben hier retten, bergen, löschen, beruflich oder freiwillig. 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, häufig unter Einsatz des eigenen Lebens. Bundesinnenministerin Faeser dankte gestern allen Einsatzkräften auf dem Berliner Abend der Deutschen Feuerwehren. Das heißt hier, ne, wir sehen bei bester Laune und auch scheinbar bei bester Gesundheit, ja, ist natürlich immer toll und wichtig, hat sich hier Faeser schön mit den Feuerwehrmännern und so einen schönen Abend gemacht. Ja, so viel zum Thema krank. Aber gut, wir wollen jetzt hier keine Unterstellungen machen und so. Was die Innenministerin angeht, das Ganze wird jetzt auch noch zu prüfen sein, das wird zu klären sein. Denn tatsächlich, wie wir ja auch heute Morgen bereits vermutet hatten, hat sie nicht teilgenommen an diesem Innenausschuss und an dieser Befragung. Das muss man sich mal einfach vorstellen. Man macht irgendwie einfach einen auf Wahlkampf und geht zu Events und so, aber die wichtigen, harten Fakten, die klärt man nicht auf. Also das ist ja wirklich so wie, als, das ist ja eigentlich, könnte man sagen, ist es schon Arbeitsverweigerung eigentlich? Oder wie nennt man sowas? Gibt es da nicht irgendwo im Parlament einfach Regeln, dass gerade bei solch zentralen Themen die Leute nicht einfach schwänzen dürfen oder so? Oder kriegen die dann wenigstens mal irgendwie ein bisschen vom Gehalt abgezogen? Oder geht das einfach so durch, ja? Also es ist hier wirklich unfassbar wichtig, dass die anderen Parteien und anderen Politiker das hier nicht durchgehen lassen. Und ich habe auch schon aus meinen anonymen Quellen und so gehört, dass sogar innerhalb der SPD und so sich Widerstand regt und sogar einige es in der SPD sehr sauer sind mit dem Umgang der Innenministerin in dieser ganzen Sache, weil natürlich jetzt auch im Wahlkampf und so das massiv negative Auswirkungen haben wird. Die Öffentlich-Rechtlichen, vor allem das ZDF, das sieht das ein bisschen anders, wie wir gleich noch sehen werden. Denn auch eine Dunja Hayali beispielsweise hatte ja geschrieben, ja, es war einfach keine Zeit dafür. Und ganz interessant ist diese Diskussion, die ich gerade hier zufällig gefunden habe, mit Ulf Poschert, der ist ja von der Welt, glaube ich, ja, doch, ja, genau. Und der hat geschrieben, vorbildlich, dass Dunja Hayali da antwortet. Das Ergebnis allerdings ist eher bitter und bestätigt den Eindruck, dass politische Skandale im ÖRR je nach Parteibuch unterschiedlich bearbeitet werden. Aber nochmal, ausgezeichnet, dass Dunja Hayali darauf eingeht. Weil sie hat ja geschrieben, ne, die Zeit war einfach weg. Daher leider noch nicht. Das ist ja auch eine Sache, die zwar schon seit einer Woche ungefähr läuft jetzt, also die ersten Berichte von der Bild und vom Fokus und so, die kamen schon vor einer Woche, ja, auch von mir, das eine Video schon, ist schon viel älter dazu, ne? Aber ja, man findet natürlich hier wieder irgendwelche anderen Themen, die extrem wichtig sind. Wie wäre es denn zum Beispiel zum 100. Mal über eine Sendung zum Hitzeschutzplan oder irgendwas anderes, ja? Aber dafür ist natürlich keine Zeit. Und sie schreibt hier bitte dann als Antwort: Ulf, bitte, deine Unterstellung ist Quatsch. Du weißt selber, wie Prozesse in Redaktionen sind. Es gibt für alle Themen Pro- und Kontra-Argumente. Ich wollte das Thema, aber fanden andere es wichtiger. Also, aber andere fanden anderes wichtiger. Somit habe ich heute ausführlich in der Presse und kurz im 8-Opening es gemacht, ja. Und das ist aber doch genau das Problem. Ja, ich meine, wenn die ganzen Volontäre und die Mitarbeiter, da müsste man mal als erstes die Befragung machen. Und das finde ich auch, ist eigentlich eine der Grundvoraussetzungen in Zukunft für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass eben auch die Mitarbeiter dort entsprechend, zumindest ansatzweise, einer politischen Ausgeglichenheit haben. Weil wenn das sozusagen dort in der Redaktion andere Leute anderes wichtiger finden, weil es, ja,
vielleicht gegen eine Ministerin wird, die man nicht zu stark schwächen will, jetzt gerade im Wahlkampf, ja, weil sie von der Partei kommt, die man unterstützt, ja, dann, ne, nimmt man natürlich ein anderes Thema. Und ihr kennt ja das, ne, in der aktuellen Zeit, immer wenn ihr wissen wollt, ob Medien und so weiter objektiv berichten, dann gibt es einen ganz einfachen und simplen Trick. Und zwar Charlie Munger, der berühmte Investor und langjährige Kollege von Warren Buffett, hat ja immer gesagt, always invert, immer invertieren. Und das ist nicht nur im Investieren sehr, sehr gut, sondern auch bei allen anderen Sachen. Das heißt, dreht immer alles um. Irgendein Politiker von der AfD macht irgendwas. Wie reagiert die Presse? Und dann dreht das um. Was wäre, wenn genau das Gleiche beispielsweise ein Politiker von den Grünen gemacht hätte? Ja? Und hier an diesem Punkt kann man das auch wieder umdrehen. Stellt euch einfach mal vor, wir hätten jetzt ein Innenministerium, was von einem AfD-Politiker geführt würde. Ja? Und das wäre jetzt anstelle von Nancy Faeser diesem Politiker passiert. Wie würde dann, glaubt ihr, in den Medien berichten? Glaubt ihr, dann hätte das ZDF Zeit dafür? Also ich würde mal sagen, ja, da hätten sie bestimmt auch noch die ein oder andere Minute dafür gefunden. So viel zu diesem Thema. Also dass Dunja Hayali auch gar nicht erkennt, dass allein die Tatsache, dass andere irgendwie anderes wichtiger finden, ist alleine ja schon ein Zeichen dafür, dass da einiges im Argen liegt. Und noch besser ist dann diese Diskussion hier, ob ja das Ganze im Wahlkampf relevant ist, wie dieser Experte hier zu sagen scheint. Scheinbar nicht. Hört mal kurz rein. Auf Twitter ist es auf jeden Fall ein Riesenaufregerthema. Kann ihr das im Wahlkampf tatsächlich noch? Es ist Wahlkampf in Hessen. Kann ihr das da schaden? Na, ich glaube, sie liegt ja sowieso nicht vorn. Also die Umfrage für die SPD ist ja nicht gut in Hessen. Sie setzt natürlich auf ihre Prominenz als Innenministerin. Insofern ist das mit Sicherheit kein Gewinnerthema für sie. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass das die Leute so sehr interessiert, weil dieses BSI ist sehr weit weg von ihrem Alltag. Also, und ich glaube schon, dass die Leute in ihrer momentanen Lage viel größere Alltagssorgen haben. Da geht es um Inflation, da geht es um die wirtschaftliche Lage des Landes, sodass das nicht kein durchschlagendes Thema sein wird. Peter Dausen, vielen Dank für den Besuch auf Twitter. Da kommt auch keine Nachfrage mehr, aber Peter Dausen, der Experte, sagt hier, das wird keine Rolle spielen im Wahlkampf, weil es ist ja einfach nur das BSI-Thema, mit denen haben die Leute ja eigentlich nichts zu tun und so. Aber was die nicht verstehen, ist, dass es natürlich nicht um das BSI irgendwie einfach nur geht, sondern es geht hier um das Verhalten der Ministerin, ja? Und dann gibt es auch Leute auf Twitter beispielsweise, die schreiben so, ja, es ist ja gar kein Schaden entstanden für den Arne Schönbohm und so weiter. Und der hat sich jetzt mittlerweile damals ja selber auch dazu schon geäußert gehabt, indem er nämlich geschrieben hatte, hier, die Folgen von all diesen ganzen, erhebliche Anwaltskosten, psychische Belastungen, Morddrohungen, Mobbing gegen die Kinder, Unterstellungen und Hetze im Netz, Reputationsverlust wünsche ich keinem. Ja, es ist also genau das, was natürlich eine große Rolle spielt, weil es hier um einen extremen unfairen Umgang und auch einen mutmaßlich rechtlich nicht zulässigen Umgang mit Mitarbeitern geht. Und weil es gleichzeitig natürlich auch um einen völlig unzulässigen Umgang der Medien mit diesem Skandal geht. Und deswegen kann ich euch eins versprechen, liebe Dunja Hayali und liebes ZDF, ja, da sieht man ja auch an den Klicks an meinen Videos hier zu diesem Thema, das interessiert die Leute sehr doll und wird im Wahlkampf noch viel mehr interessieren. Da macht euch mal keine Sorgen. Also wenn ihr eure Klicks retten wollt, ja, dann solltet ihr unter anderem vielleicht auch mal darüber berichten. Und zwar am besten, ohne diese politische Schlagseite, das Ganze irgendwie noch herunterzuspielen. Weil, ich meine, sie hat ja auch gerade als Antwort auf Ulf Poschert gesagt, nein, es gibt sozusagen keinen politischen Einfluss und so weiter. Ich meine, dass sie das allen Ernstes immer noch so versucht, irgendwie unter den Teppich zu kehren. Das ist ja irgendwie so ein bisschen, kennt ihr das? Es gibt ja so Leute, die einen anlügen, ne, ohne dass man weiß, dass man angelogen wird. Ja? Aber ich finde eine ganz andere Qualität von einer Lüge, und ich habe das auch leider selber schon mal erlebt, so, und das ist halt wirklich krass, ist, wenn jemand dich anlügt, aber diese Person weiß, dass du ganz genau weißt, dass er lügt oder sie, und sie es trotzdem aus Prinzip macht, um nicht sich zu ändern oder um, weil sie schon zu tief drin steckt.
Das heißt, dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo die andere, du fängst an, deinen Partner oder irgendjemanden anzulügen und du weißt, dass er deine Lüge durchschaut, aber du ziehst es einfach trotzdem durch, weil du den anderen dann mittlerweile für dumm verkaufen willst oder gaslighten willst, sagt man ja dazu, ne? Und genau das ist es, weil die Beispiele muss man einfach nur täglich hier runterspulen. Das ist wie so ein Kreis, der sich immer weiter dreht. Habe ich gerade erst wieder jetzt hier gesehen, ne? Hier, da haben wir dann einmal den Tobias Bönte, Bayern aktuell, BR Polizeireporter, Münchner Runde, ne? Schwerpunktmäßig tätig am trimedialen Newsdesk von Bayern aktuell in München sowie als BR-Polizeireporter. Darüber hinaus arbeitet Tobias Bönte noch in einigen anderen Redaktionen des Bayerischen Rundfunks, unter anderem in der Münchner Runde, ja. Und was dann hier natürlich beim ÖRR-Blog vorbildlich noch mit dazugeschnitten wurde an Informationen waren, ja, dass der Herr Tobias Bönte auch zufälligerweise bei der SPD in Anzig im Gemeinderat ist und sogar Fraktionssprecher ist, ja. Aber lasst mich mal raten, sowas wird dann natürlich, wenn es dann im BR wieder irgendeinen Bericht oder irgendwas gibt, erstmal nicht in die Bauchbinde mit unten reingeschrieben, ne? Und zufälligerweise war das dann einfach nur wieder ein Missverständnis. Es war einfach wieder ein dummer Fehler. Das war nicht mit Absicht und so. Und was mich wundert, ist, dass die ganzen Experten, die dort immer vorkommen, in den öffentlich-rechtlichen Medien und wo das nicht gekennzeichnet wird, deren politische Richtung, dass das komischerweise nie aus einer liberalen, freiheitlichen Partei oder einer konservativen Partei oder so jemand ist, ein Experte, ja, sondern dass es immer Leute entweder von den Grünen oder von der SPD sind, ja. Aber ich weiß, das ist wahrscheinlich schon wieder auch ein Zufall, ne? Ist klar. Und deswegen könnt ihr uns einfach erzählen, was ihr wollt. Es geht mittlerweile bei einem Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus. Und wir lassen uns auch nicht vorschreiben, was wir im Wahlkampf und allgemein in der Politik für wichtige Themen erachten und auch nicht irgendwie kuratiert von den öffentlich-rechtlichen Medien irgendwie vordiktieren, sondern wir entscheiden selbst, was wir für wichtig halten. Und eine Sache kann ich euch sagen. Ein 35 Jahre altes Flugblatt von einem 16-Jährigen finde ich weitaus unwichtiger als das aktuelle Verhalten einer Ministerin, die zweimal einen Ausschuss schwänzt, auch noch anfängt mit irgendwie, ja, ich bin krank und so weiter, sich entschuldigt. Das ist kein Verhalten, was wir in irgendeiner Art und Weise tolerieren können. Und wir können auch nicht tolerieren, dass im öffentlich-rechtlichen Rundfunk das auch noch versucht wird, unter den Teppich zu kehren und herunterzuspielen. Fällt auf jeden Fall aus, meine Freunde.